Ich bin überzeugt davon, dass Europa und somit auch Deutschland wirtschaftlich und politisch nicht Schritt hält, wenn es uns nicht gelingt, Europa in den Herzen der Menschen zu festigen. Und dazu, glaube ich, muss Europa, die politischen Institutionen, sich auf das Subsidiaritätsprinzip reduzieren. Das heißt, das, was die nationalen Regierungen selbst regeln können, auch dort selbst regeln. Stichwort zum Beispiel europäischer Mindestlohn.